mit der Vorhand, um kurze Rückschläge zu machen. Da wird er sich ärgern. Obwohl ein extra Schritt hätte machen müssen. Es spricht eine Menge bei einer 2-1-Führung. Aber was er hier spricht, was er hier spielt, ist gut spielt. Über eine sehr, sehr gute, kontrollierte Rückhand auf. Wieder Rückhand parallel. Sehr in Richtung dieses Match geht. 7:3, erste Satzführung. 8:3. Und da hat sich Christian Süß auch sehr schnell in die tiefe Vorhand bewegt. Ich denke, Timo Boll war ein klein wenig überrascht nach diesem Ball. Der war in der Rückwärtslage. Und dass Christian Süß es schafft, in der tiefen Vorhand so viel Druck zu entwickeln, ist nicht ganz zufrieden. Er hätte vielleicht den Schritt noch mehr zurück machen müssen. Und ist, glaube ich, auch überrascht über die Präzision, wie Christian Süß Timo Boll hier im Augenblick unter Druck setzt. Guter Flip. Und diesmal ist der... Und da ist es jetzt. Nach großen Umwegen, nach einer 9:3 für... ...zu treffen. Mit Rückhand seine eigene Parallele in die Rückhand von Timo Boll. Das war schon Tischtennis vom Feind. Christian Süß spielt hier wirklich ein tolles Spiel soweit. Und wieder ein Parallel. Das war bislang fast immer ein Winner. Sehr unter Druck setzen kann. Schon auf dem Weg wieder umzulaufen. Nur noch 8:8. Jetzt hat er den nächsten Aufschlag. Trifft diesen Ball, das ist wirklich gut. Der Ball hat beileibe keine schlechte Qualität gehabt von Timo Boll. Der Ball sprang vielleicht einen Tick zu hoch ab, wir sehen es, denke ich, nochmal in der Zeitlupe. Und da diesen Ball parallel zu spielen, ähnlich wie Wang Chi. Aufschlag, Christian Süß. Den langen Aufschlag riskiert er nicht, aber den Aufschlag. Jetzt die Außenmittel sein. Aber diese Winkel. Sehr gut jetzt auf diesem. Und da ist der Satz. Nur noch. Gibt. Das ist Weltklasse, auch wenn es mit kann. Satz Nummer 4 mit dem besseren Anfang. Der Ballwechsel ist hart. Und diesen nutzt er. Christian Süß zu platzieren. Christian Süß natürlich etwas weder, bewegt er sich einen Tick langsamer hin.
seiner eigenen Vorhand. Super. Super. Christian Süß wirklich nach wie vor ein absolut Meister seines Faches. Und in die 7-4-Führung. Das ist Tischtennis auf Abweg vom Ball. Das ist ganz großer Sport. Für Borussia Düsseldorf. Und den ersten nutzt er. Borussia Düsseldorf ist einmal mehr der deutsche Meister der Saison 2014-15, ähnlich wie im letzten Jahr. Gratulation natürlich auch an Fulda Marbertzell. Allen voran an Christian Süß, der hier ein ganz großes Finale gespielt hat. Hut ab von dem, was Christian Süß hier gezeigt hat.